Begeisterung auf den Tribünen, unerbittlicher Einsatz auf dem Rasen und Jubel über die Tore der eigenen Elf. In Deutschland greift wieder das Fußballfieber um sich. In einer Exklusivserie stellt die UFA-Wochenschau Bundesliga-Vereine und ihre Neuerwerbungen vor. In Braunschweig beobachteten wir die Vorbereitungen des deutschen Meisters auf die fünfte Bundesliga-Saison. Die Mannschaft ohne Stars hat sich durch drei Feldspieler und einen Torwart verstärkt. Auf die Frage nach dem nächsten deutschen Meister antwortete uns Trainer Johansen. Die Bundesliga wird von Jahr zu Jahr ausgeglichener und es ist keine Phrase, wenn man sagt, dass also ca. 10 Mannschaften Meisterschaftsaussichten haben. Seine Erfolge verdankt Braunschweig vor allem der Abwehr. Wird sie wieder die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren? In einem Vorbereitungsspiel gegen die englische Mannschaft Leicester City achteten wir besonders auf die Aktionen der neuen Spieler. Im hellen Trikot Mittelstürmer Michael Polivka. Der Mittelfeldspieler mit der Nummer 6, Amigo Elfert. Der Abwehrspieler mit der Nummer 2, Horst Berg. Die Braunschweiger Löwen verlieren dieses Spiel mit 1:2 gegen die Engländer, aber die Neuzugänge beweisen, dass sie nur noch ihren Konditionsrückstand aufholen müssen. Trainer Johansen, der als einziger Bundesliga-Trainer nie den Verein wechselte, ist Optimist. Braunschweig geht gut gerüstet in die neue Saison.